Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Resonant Rise. So, ich habe jetzt mal ein bisschen umgebaut und zwar habe ich den Harvester jetzt umgestellt, wie man unschwer erkennen kann. Den habe ich mit einem Diamant-Upgrade, weil Platinum habe ich leider nicht. Deswegen haben wir ein 9er-Upgrade drin mit Diamant. Der ist jetzt, wenn man jetzt ausgeht, wie ich es ja schon mal erklärt hatte, der ist ja 3x3, ganz normal. Das kann man ganz einfach abgehen. Bis hier ist normal, also 3x3 ist klar und dann macht man plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. Bis hier ist der Radius jetzt beim Diamond Upgrade, der geht bis, ich glaube hier hin ungefähr, bis hier vorne. Das kann man aber auch abgehen, wenn man möchte, weil 3x3 geht bis hier, wie gesagt, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, geht sogar bis zum Rand. Alles klar. Und hier lang auch bis hier hinten irgendwo. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ja, das gehen wir auch mal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bis da. Dann stellen wir hier mal ein Erdding hin. Dann wissen wir, bis dahin geht's. Und gut ist, bis hierhin geht's. Und das ist das große Feld, was jetzt bewirtschaftet wird von dem. Gut, der hackt jetzt natürlich alles ab, das ist klar. Das müssen wir jetzt natürlich ein bisschen vermeiden. Deswegen baue ich jetzt mal kurz ein paar Kisten, um die Seeds wegzukriegen. So. Dass wir die Seeds da wegkriegen, die da jetzt noch sind. Und das Geerntete können wir auch mal so lange hier reintun. So, ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, wie hoch die alle sind. Das kann ich jetzt gerade nicht sagen. So, da tun wir mal alles hier rein so lange. Bis ich dann da Lust habe, die hoch zu prügeln. Das ist immer so eine Sache. Ob ich da Lust zu habe und wann vor allen Dingen. So. Die müssen weg. Weil ich habe ja auch gesagt, das kann man immer noch machen. So. Das sind jetzt unsere Dinger. Wir haben hier schon 9 Minizio-Seeds. Das soll auch eigentlich reichen. Weil, wie gesagt, wir brauchen die zwar, aber irgendwann brauchen wir sie nicht mehr. Deswegen will ich das jetzt nicht übertreiben mit den Dingern. Man kann die natürlich jetzt noch größer bauen, wie man möchte. Aber ich möchte gerne Dice-Seeds zum Beispiel haben. Und das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt Dice-Seeds machen. Und zwar brauchen wir davon 9 Stück. Wir haben hier 5. Das heißt 6, 7, 8, 9. Aua, Ender Lily tut weh. Und ich hatte mich verrechnet oder vertan. Deswegen habe ich da noch ein Copper-Upgrade im Inventar. Ich hatte mich da ein bisschen vertan. Ich habe da mich ein bisschen verzählt. Aber ich höre ein Skelett. Wo mache ich ein Skelett? Keine Ahnung. Irgendwo habe ich ein Skelett. Ich weiß nicht wo. Egal. So. Das Garden Soil nehmen wir natürlich mit. Und ich hatte euch vergessen, ich hatte letztes Mal ja gesagt, dass sobald Garden Soil ist, braucht man kein Wasser mehr. Braucht man sowieso nicht bei Crop Six. Lustigerweise habe ich dann auch mal rausgefunden. Braucht man nicht. Warum ever? Aber braucht man tatsächlich nicht. Man braucht kein Wasser mehr. Sobald man Crop Sticks verwendet. Ist lustig eigentlich. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Aber gut. Kann natürlich sein, dass das von Modpack zu Modpack verschieden ist. Das möchte ich nicht beschreien. Aber im Endeffekt braucht man es nicht. So, wir müssen jetzt mal kurz warten, bis der da. Ach ne, brauche ich nicht. Weil ich mache ja keinen Breeden. Ich mache das jetzt so. So, dann hauen wir hier die Dice Seeds rein. Die 9 Stück, die wir haben. So, dann haut er die Essenz nämlich auch raus. Klar, der Harvester braucht natürlich ewig, bis der dann hier vorne angekommen ist, aber ist egal. So, und im Prinzip können wir das jetzt mit den nächsten auch machen. Wir können das im Prinzip jetzt auch mit den Earth Seeds machen. Wir können das mit allen Seeds machen, wenn wir wollen. Und wir haben nur noch einen Garten Zoll, das finde ich aber frech. Da müssen wir tatsächlich mal welches bauen.
Wir haben ja noch genug Kompost. So, jetzt haben wir wieder 32. Gut. Und ich hätte die vielleicht mal nicht abbauen sollen, ich Ochse. Sehe ich gerade. So, wir brauchen wieder 4 Stück. Wir hauen jetzt einfach alle dahin. Alle, die 10, 10, 10 sind, hauen wir jetzt dahin. Wie gesagt, Kopfer haben wir vor allen Dingen nicht. Kopfer habe ich leider noch nicht. Das muss ich noch machen, offscreen. Genauso wie, ich wollte ja noch eine machen, diese Folge. Mal gucken, vielleicht machen wir Eisen oder so. Mal schauen. Oder vielleicht traden wir direkt hoch, dass wir Ender kriegen oder so. Mal schauen. So, dann nehmen wir uns jetzt die Earth Seeds mit. Da machen wir natürlich auch. So, da haben wir die 9. Sehr schön. Dann nehmen wir uns wieder unser Schaufelchen. 3. Wir können 4 Stück immer machen. Das finde ich cool. Also 4. 3x3 Dinger können wir immer machen. Das finde ich gut. Geht sehr gut auf sogar. Das habe ich gar nicht bedacht. Aber gut, dass es dann aufgeht. So, und auf jeden Fall will ich gucken, dass ich vielleicht noch ein paar Sprinkler hier baue. Mal gucken. Mal sehen, was ich mir da noch so einfallen lasse. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich da überraschen, wenn ich sie überhaupt mache. Mal gucken. Weil im Endeffekt brauche ich sie nicht, weil 10, 10, 10, die wachsen so schnell, die Dinger. Wie man sieht, die Minizio-Seeds, da sind schon wieder 2 Stacks von. Also geht eigentlich relativ ratzfatz, die Teile. So, nächste. Water Seeds, eigentlich brauchen wir sie nicht. Also die brauchen wir schon, aber nicht jetzt so extremst wichtig. Genauso wie Fire, die sind halt dafür da erstmal nice to have. Sowie sind die relativ gut, wenn man, wie gesagt, Clay und so einen Scheiß machen muss. Sand kann man daraus machen. Da braucht man eigentlich gar nicht mehr raus, lustigerweise. Wenn man die ganzen Sachen hat. Theoretisch braucht man gar nicht mehr raus. So, dann haben wir unsere erste Reihe schon fertig. Und ich hoffe, das geht auch bis hier hinten hin. Ich weiß es gar nicht. Ich habe es zwar abgelaufen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so weit geht. Plus 9. Ich messe nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Soll. Hallo? Sollte gehen. Aber mal schauen, ob es wirklich so ist. Wir werden es rausfinden. Spätestens dann, wenn die Sachen hier nicht abgebaut werden. So. Schön die Water-Dinger auch noch hin. So, guck mal, haben wir die erste Reihe schon fertig mit Magical Crops. Jetzt fehlen noch 4, okay? Das machen wir aber auch, weil dann haben wir das erledigt. Obwohl ich das theoretisch eigentlich offscreen machen könnte. Werde ich auch gleich machen, glaube ich. Ich mache die Reihe noch und dann machen wir den Rest mache ich dann offscreen. So. Rest machen wir offscreen. Muss ja nicht hier alles, ne? Muss ja nicht hier alles zeigen. Ein paar Sachen kann ich auch offscreen machen. So, nächste Reihe. Na, fangen wir hinten an, scheiß drauf. Weil da ist nämlich gerade noch eine Lampe oder besser gesagt eine Fackel. Da muss ich mir auch noch Sachen einfallen, muss ich mir auch noch was einfallen lassen, wie ich das mache. Dass hier Lichte ist. So. So. Fire Seeds. Zack, 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 zack. Zack, zack. So. So, im Prinzip könnte ich eigentlich ganz einfach hier Fackeln hinmachen. So nicht. Guck mal. Wenn ich eine Fackel hätte. Jetzt habe ich eine. Ich habe sogar 3 gehabt, ups. Zack, so. Hast du eine Dreierfackel an der Ecke, so. So, das soll erstmal auch reichen. Wie gesagt, den Rest mache ich dann offscreen. Ach ja, die Kompostdinger sind weg, ne? Ja. Ja, ja, ja. Nein, da rein. So, wir machen jetzt erstmal wieder Essenz. 4, 5, wir machen den Weak, Regular, das, da brauchen wir alles. So, wir brauchen erstmal die Weak.
Essenz. Zack. Ja, das hakt immer ein bisschen, wenn man das mit Shift-Klicken macht. So, nochmal 27. Zack. So, du kannst schon mal weg. Dann brauchen wir natürlich den Regular. Dann kriegen wir die Crucio. So, der kann auch weg. Crucio kann weg. So, dann brauchen wir den Strong. Strong, Strong, Strong. So, und wir haben schon 9 jetzt. Das heißt, wir könnten im Prinzip schon 2 dickere Sachen machen. Das heißt, Ardei zum Beispiel, wie ich ja schon mal gezeigt habe, Nickel, die ganzen Rubin, Osmium brauchen wir eigentlich nicht. Helorium brauchen wir auch noch nicht. Blitz, Elomite ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Elektrum, Fluix ist geil. Brauchen wir aber auch jetzt gerade noch nicht. Lumium brauchen wir auch noch nicht. Invar. Steel wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Wäre nicht von schlechten Eltern, weil da brauchen wir keinen Steel mehr selber machen. Was ich aber auf jeden Fall haben will, ist Eisen. Da kommen wir nicht drum rum. Genauso will ich eigentlich Vibrant Alloy haben. Aber wir werden erstmal Eisen machen. Darksteel können wir auch machen, weil Darksteel habe ich sogar. Silicio Essenz, da ist Eisen. Die werden wir auf jeden Fall machen. Gold vielleicht auch. Nether Quarz, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Jetzt gerade Skeleton Enderman, die bräuchten wir auch noch eigentlich. Die wären auch noch richtig geil. Pass auf, wir machen erstmal Eisen. Eisen auf jeden Fall, würde ich sagen. Eisen definitiv. So, dann machen wir halt ganz einfach. Schauen wir mal. Kriegst du das hin? So schnell? Danke. Sehr gut. So. Eisen haben wir. Dann brauchen wir, wie gesagt, Eisen. Dann brauchen wir einmal die Seeds. Dann brauchen wir einmal viermal Imperio. Und da haben wir die Eisen-Seeds. Sehr gut. Und der nächste wäre auf jeden Fall Enderman. Wäre ich für. So, da kommen die Eisen-Seeds dahin. Und wie gesagt, die Kopfer brauchen wir auch noch. Die stellen wir mal hier hin. Die muss ich auch noch hochzüchten. So, Eisen-Seeds haben wir dann. Das ist schon mal gut. Wie gesagt, Enderman will ich auf jeden Fall noch haben. Da brauchen wir definitiv sogar. Warum habe ich jetzt wieder scheiß Birkensetzlinge? Danke. Wir könnten theoretisch mal... ich könnte theoretisch das Lager anfangen zu bauen. Da ich aber dieses Projekt Red bauen wollte, da brauchen wir auf jeden Fall schon mal Steine. Und die habe ich nämlich schon vorbereitet. Haha, ich bin ja ein Fuchs. Wir brauchen davon welche. So. Weil wir brauchen natürlich die Dinger, diese Pipes. Ganz schön viele. Dafür brauchen wir schon ein paar. Machen wir erstmal einen Stack. Wir haben noch ein paar Sachen bei. Junction Pipes brauchen wir natürlich auch. Da brauchen wir Grün, Rot und Infused Silicon. Infused Silicon, kein Problem. Habe ich schon vorbereitet. Oder besser nicht vorbereitet, aber die Materialien vorbereitet. Wir brauchen 2 Silikon. Wir brauchen 2-mal mit Redstone umrundet oder auch nicht. Warum nicht? Hör nicht das? Silikon, ja. Das ist doch Redstone normalerweise. Oder bin ich blöd? Geil. Wo riecht er denn her? Da ist Redstone natürlich. Da war doch. Warum geht das nicht? Frage. Ist das ein anderes? Ach, das ist ein anderes Silikon. Ja, Entschuldigung. Sand. Und ein Block of Coal. Okay. Habe ich doch noch nicht vorbereitet. Alles klar. Dann halt Sand und ein Block of Coal. Machen wir doch. Ist ja gut.
Da ist es doch. Danke. Und das muss jetzt gebraten werden, oder was? Ja, das muss gebraten werden. Dann machen wir da auch noch. Dann machen wir noch eine Säge. Habe ich eine Säge schon gehabt? Ich glaube nicht. Unwahrscheinlich, dass ich eine Säge habe. Verdammte Axt. So, irgendeine Säge. Da brauche ich Stone Rods. 3. Da brauchst du, glaube ich, richtigen Stone, ne? Achso. Brauche ich ja nur die. Passt ja. Stick. Und Stone Rods. Und ich gehe da mit einem Stein? Ne. Koppel? Auch nicht. Frech. Eisen? Geht doch. So. So, jetzt aber. Muss man da jetzt... Willst du mich verarschen? Muss man da jetzt einen Diamond Sword nehmen? Willst du mich verkohlen? Boah. Ich brauche eine Diamond Sword. Tritt er in den Arsch. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir schon Diamant wieder haben. Ich habe nämlich die drei schon benutzt gehabt, die da drin waren. Für unsere, hier. Balze. Oh, wir haben Marble gefunden. Sehr gut. Und das sieht nicht so aus, als ob wir schon wieder Diamant haben. Scheiße. Verdammt. Ich will doch nur mit dem Lager anfangen. Egal, dann nehmen wir wenigstens schon mal das Lager aus. Ich weiß noch gar nicht, wo ich hinbaue, ehrlich gesagt. Ich will es auf jeden Fall im Keller bauen. Das Lager. Und das wird wahrscheinlich hier drunter irgendwo passieren. Obwohl ich sagen muss, das wäre eigentlich gar nicht mal so geil, weil da unten, obwohl da unten steht der Digital Miner. Ich würde hier gerne runtergehen. Also hier würde ich auf jeden Fall gerne runtergehen dann. So, bis... Weiß ich nicht. Sagen wir mal bis hier oder so. Nee, da ist noch zu hoch, oder? Und noch zwei. Drei. So vielleicht. Also sieht da eigentlich relativ gut aus. Komm. Soll erstmal reichen. So, die Höhe. Und wir haben keine Fackeln mehr, ne? Natürlich haben wir keine Fackeln mehr. Da ist der Digital Miner doch. Das passt eigentlich relativ gut, dass er da ist. Weil dann könnten wir... Wie gesagt, wir bauen hier unser Lager auf. Oder fangen an damit, das aufzubauen. Natürlich. Warte. Toll. So nicht. Sondern so. Zack, zack. So, da kommt das dann runter. Unsere Pipes. So. Und dann wird das hier aufgebaut. Natürlich. Obwohl er jetzt natürlich ein bisschen doof aussieht, aber ist egal. Wir machen hier einfach damit dazu. Dann passt das schon. Dann sieht er, dann geht das. Und da kommen auch dann halt irgendwann Deep Storage Units, bla bla bla. Das kommt hier alles hin. So. So, geht doch. So, da fängt's an. Würde ich sagen. Und dann halt in irgendeine Richtung. Gehen wir dann weiter. Und dann geht das rund. Da brauchen wir natürlich dicke Kisten für. Für das Lagersystem. Aber da werden wir dann irgendwie, ich denke mal, Goldchests nehmen oder sowas. Mal gucken. Oder wenn wir dann halt irgendwann, wenn wir halt irgendwann die Dingens haben, die. Seeds. So, das Wort habe ich jetzt gesucht. Die Seeds. Dann geht's. Dann können wir auch Diamantkisten nehmen. Und ich würde sagen, wir machen das ganz einfach. Wir machen dann schön Junction Pipes und dann dit und dann hier in die Reihe. Da machen wir das nämlich so. Weil das kann man nämlich auch so machen. Dann können wir hier nämlich Junction Pipes hinsetzen und da einfach die Rooted Pipes. Und dann hat sich die Sache. Und so machen wir das. Und dann haben wir hier schon mal eine Batterie Kisten stehen. Und in der anderen Richtung machen wir dasselbe. Und wir, wenn wir dann weiterbauen wollen, dann gehen wir einfach im Boden. Und legen die Leitung im Boden weiter. So, dass wir die hier so unten drin haben, sag ich mal. Ich zeige euch das mal eben.
dass wir dann hier unten weitergehen. Und dann sagen wir jetzt mal, so, hier stehen jetzt die Kisten, dass wir zum Beispiel sagen, so Kumpel, hier kommen die nächsten Kisten hin. So. Was doof wäre, weil ich will immer einen Gang dazwischen haben, deswegen müsste noch ein weiter. Deswegen müsste das noch ein weiter, wie gesagt. Da, 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 da. So, gib nochmal her. So. Das müsste noch ein weiter. Dahin. Und dann würde es gehen, weil hier würden jetzt Kisten stehen. Da und da. So. Und dann hier wäre dann im Prinzip das nächste, wo die Kisten beidseitig stehen können. Da ist natürlich nur eine Seite, da könnte es dann beidseitig gehen. Deswegen gar nicht mal so schlecht. Und ja, so wird unser Lager aufgebaut. Und wie gesagt, das ist unendlich erweiterbar. Das heißt, wir könnten sein, dass wir irgendwann mal, weiß ich wie viel, hunderte Kisten hier stehen haben. Das ist mir aber relativ egal. So, wir haben Diamant. Sehr schön. Und Draconium haben wir. Auch nicht schlecht. Haben wir Draconium. So, schmeißen wir bitte den Dingens da rein. Dann bauen wir mal im Kurz noch den, die Saw. Dann machen wir dann den Silikon, das Silikon wenigstens noch fertig. Dass ihr das noch seht. Dass ihr das wenigstens noch seht. So, einmal bitte wieder das. Und dann einmal Sticks und einmal ein Diamant. Dann haben wir die Diamond Saw mit dem Ding. Er gibt dann die 8 Silikon, die wir brauchen. Davon jeweils 2 mit Redstone umrundet. Er gibt das Infused oder Red Silicon Compound. Dieses gebacken ergibt das, was wir brauchen dafür. Wie gesagt, dafür brauchen wir 2 jeweils für 16 Junction Pipes, die wir aber auch brauchen. Dann brauchen wir natürlich die Routed Interface Pipes, die aber nicht so teuer sind. Die finde ich relativ billig sogar. So, und da sind unsere 2 Infused und wir müssen jetzt natürlich noch hier das Illum-Dingenskirchen haben. Dafür brauchen wir aber auch Glowstone. Scheiße, wir müssen ja in die Hölle. Gut, dann werden wir nächstes Mal wahrscheinlich in die Hölle gehen und schauen, dass wir ein bisschen Glowstone rankriegen. Und vor allen Dingen brauchen wir auch die Glowstone Seeds. Die will ich auf jeden Fall haben. Die Glowstone Seeds. Da sind sie. Da brauchen wir nämlich nur Crucio für. Die werde ich als nächstes bauen, weil wir dafür halt, weil wir dann im Prinzip autark sind, was das Lagersystem angeht. So, Problem ist, nächste Folge müssen wir uns auch ein bisschen um das Sludge kümmern. Das heißt, das müssen wir irgendwo abpumpen und irgendwo wegballern. Ich habe keine Ahnung, wohin, müssen wir mal schauen. Kann auch so einen Sludge-Boiler mache. Den werde ich aber wahrscheinlich dann irgendwo da hinten am Arsch der Welt hinbauen, weil das Ding ist halt doof, weil man wird vergiftet. In der Nähe. Aber gut. Ich habe euch gezeigt, wie ich mir das vorstelle mit dem Lagersystem. Wie man damit craftet und so weiter. Das werde ich mir alles noch angucken. Das weiß ich nämlich selber noch nicht. Ich weiß zwar, wie man automatisch brutzelt damit und sowas. Das hab ich schon mal gesehen oder habe mir schon mal angeguckt. Aber wie man halt wirklich craftet und so weiter, das habe ich mir noch nicht angeguckt. Werde ich aber noch tun. Aber die Folge, wie gesagt, ist schon wieder vorbei. Und deswegen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Resonant Rise. Tschüssingen.